Moin Moin. Wir wollen uns heute das Milgram-Experiment im Wechselspiel zu den drei Seelenkräften Denken, Fühlen und Wollen angucken. Dazu vorab eine kleine Einordnung. Und zwar ist das Milgram-Experiment vor allem ein moralisch-ethisches Thema. Das kann man einerseits an der Diskussion um das Milgram-Experiment beobachten. Die Erläuterung folgt gleich. Und zum Zweiten kann man das auch daran erkennen, dass das Handeln der eigentlichen Versuchspersonen, also im Milgram-Experiment werden sie als Lehrer bezeichnet, das Handeln ist in jeglicher Hinsicht dem Wollen zuzuordnen. Und das ist relativ typisch für unsere Zeit, aber das klärt sich auch gleich. Bevor wir auf das Wechselspiel zwischen Milgram-Experiment und den drei Seelenkräften Denken, Fühlen und Wollen näher eingehen, wollen wir uns zunächst einmal die Geschichte ein wenig näher betrachten und dabei die Auswirkungen auf diese drei Seelenkräfte näher betrachten. Und zwar starten wir im Jahre 869 nach Christus. Dort hat das vierte Konzil von Konstantinopel stattgefunden. Und dort haben ein paar Herrschaften zusammengesessen und die haben mal eben beschlossen, den Geist, den sprechen wir den Menschen mal ab. Der Mensch ist kein geistiges Wesen mehr. So, wenn man so möchte, haben sie den Geist und mit dem Geist das Denken mehr oder weniger abgeschafft. Jetzt kann man natürlich nicht so ohne weiteres den Geist oder das Denken abschaffen. Nun ist es aber so, wenn eine Autorität etwas sagt und wer sich mit dem Milgram-Experiment näher auseinandergesetzt hat, weiß, dass es dort um Autoritätshörigkeit geht. Wenn eine Autorität etwas sagt, dann gibt es ja viele Menschen, die das sozusagen befolgen oder auch das einfach nur glauben, was die Autorität dort sagt. So, das heißt, von 869 bis heute gab es sehr viele Generationen dazwischen, die alle das, was dort beschlossen wurde, mehr oder weniger geglaubt haben oder auch weitererzählt haben. Und das zieht sich hin bis heute. So, das heißt, das ist, wenn man so möchte, ein vererbter Glaubenssatz. Jetzt gab es dazwischen, zwischen 869 und heute, noch eine Epoche von knapp 100 Jahren, etwa 1750 bis 1850, das war die Epoche des deutschen Idealismus. Und da waren dann geistige Größen wie Kant, Goethe, Schiller, Bach, Mozart, Beethoven, Hegel und wie sie nicht alle hießen, die haben alle mal mehr, mal weniger in diesen 100 Jahren gelebt. So, und ich möchte es rückblickend als eine Epoche betrachten, in welcher ein Teil der Menschheitsfamilie versucht hat, für die Menschen das Geistige, das Denken wieder zurückzuerobern. Am Ende muss man aber sagen, das ist ihnen nicht ganz gelungen. Es ist mehr oder weniger nach hinten losgegangen, wenn man so möchte. Der Materialismus hat angefangen, immer mehr Raum einzunehmen und es wurde sozusagen vorbereitet, auch die Seele, das Fühlen bei den Menschen abzuschaffen. So, und das zieht sich sozusagen hin bis heute. Der Mensch ist, wenn man so möchte, nur noch eine biologisch funktionierende Maschine, die nicht mehr wirklich denken kann, die keine Gefühle hat, die man sozusagen einfach so austauschen kann. Man kann diesen Materialismus daran sehen, dass wir uns als solches ja nur noch mit unserem Körper mal mehr, mal weniger identifizieren. Es gibt natürlich auch andere. Aber das sieht man zum Beispiel bei den ganzen Schönheits-OPs. Man kann es auch bei der Neurobiologie sehen, dass geistige Aktivitäten nur noch auf irgendwelche Gehirnströme ja, reduziert werden, abstrahiert werden, ja, und dergleichen mehr. Also nochmal zusammengefasst, wir sind heute mitten im Materialismus drin und wir werden oder wir reduzieren uns selbst nur noch auf unseren Körper, nur noch auf unser Wollen. Ja? Wo wir es nicht für möglich halten, uns es selber absprechen, selbstständig zu denken, oder aber, wo man es uns abspricht. Ja? Wo uns sozusagen dann nur noch die Möglichkeit bleibt, uns denken zu lassen und sich somit unser Wille nur noch auf das fremde Denken stützen kann. Hinzu kommt, dass wir natürlich auch kein Fühlen haben. Wir können da draußen einen gewissen Hilfeschrei bei vielen Menschen wahrnehmen und dort wird dann gesagt, wir müssen wieder mehr fühlen, was ich auch komplett unterschreiben kann. Allerdings kann man bei den Gefühlsmenschen auch sehr oft beobachten,
dass sie das Denken ebenfalls negieren. Ja, also sie beteiligen sich sozusagen daran, dass weiterhin das Denken, das Geistige, dem Menschen abgesprochen bleibt. Das Problem der Gefühlsmenschen ist dabei, dass das Denken einzig und allein auf den Verstand reduziert wird. So, und auch an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass das Milgram-Experiment die verborgene Aussage hat, dass Abstraktion in den Beziehungen tötet. So, das heißt, dass diese Gefühlsmenschen, die eigentlich immer nach Beziehungen, nach Ganzheit und Verbundenheit streben, dass sie quasi schon in dieser Beziehungsabstraktion zum eigenen Denken drin sind. Ja? Wenn man so möchte, ja, schaufeln sie übertrieben gesagt ihr eigenes Grab. Sie halten sich ihr Dilemma aufrecht. Ja? Denn das Denken ist nicht nur Verstandesdenken, sondern auch Vernunftdenken. Das Ganze sehen, immer nach dem Ganzen sich orientieren. Immer das Gesamtbild sehen wollen. Und das ist letzten Endes das, was diese Gefühlsmenschen, die die Verbundenheit haben wollen, das ist letzten Endes, was diese Menschen brauchen. Aber nicht sehen können. So. Und gegenwärtig können wir auch sehr gut beobachten, wie viele Diskussionen da draußen emotional und vor allem auch moralisch aufgebläht sind. Und das liegt auch sehr oft daran, dass sich die Autorität als solches nicht hinterfragen lässt. Das erkennt man einerseits daran, dass die Autorität überhaupt nicht dazu einlädt, zu hinterfragen. Sie bringt es schon gar nicht bei. Also es werden keine selbstständigen Denker großgezogen. Und wenn man das so auf sich wirken lässt und die Menschen als solches immer unselbstständiger im Denken werden, dann hat das eigentlich eine geistige Degenerierung unserer Gesellschaft zur Folge. Ja, immer mehr geistiger Abbau in unserer Gesellschaft. Und wenn wir dann weiter beobachten können, dass viele, die wie zum Beispiel während der Corona-Monate die Maßnahmen hinterfragt haben, die ja mehr oder weniger durchgeführt wurden, wie im Milgram-Experiment, die sind oftmals moralisch geächtet worden, in eine böse Ecke gestellt worden. Also sie haben die verschiedensten Etiketten bekommen. Querdenker, Verschwörungstheoretiker, Covid-Idiot, Corona-Leugner und so weiter und so fort. Ja? Das heißt, man hat von der Seite der Autorität versucht, die Wahrheit mit der Moral zu ersetzen. Nehmt von diesen Verschwörungstheoretikern, nehmt von denen den Abstand. Die sind böse. Ja? Gut. Kommen wir jetzt zum Wechselspiel zwischen dem Milgram-Experiment und den drei Seelenkräften Denken, Fühlen und Wollen. Wenn wir zunächst einen sachlichen Blick auf die Geschichte von Denken, Fühlen und Wollen werfen, dann zeigt das Ganze schon, warum das Milgram-Experiment insgesamt eigentlich einen moralischen Fokus hat. Ja, das habe ich quasi gerade erklärt. Wenn man nun aber einen sachlichen Blick auf das Milgram-Experiment wirft, dann zeigt es das Phänomen, dass Abstraktion tötet. Ja, das ist etwas, was bei vielen Milgram-Experiment-Diskussionen vergessen wird. Hatte ich in einem vorigen Video das bereits thematisiert. So, und mit dieser Abstraktion kann man arbeiten und da entdecken wir viele spannende Zusammenhänge. Einerseits können wir uns hierzu zum Beispiel die Corona-Monate ein wenig näher anschauen. Ja? Dort sind sehr oft in den Nachrichten nur absolute statt relative Zahlen verwendet worden. Das heißt, auch dort hat man etwas nicht in Beziehung gesetzt, Beziehungsabstraktion, die dort stattgefunden hat, um dann Menschen gewisse, Glaubenssätze entstehen zu lassen. Die absoluten Zahlen hören sich nämlich vielleicht als solches vielleicht recht groß an, wenn dann über Inzidenzen oder auch über Tote gesprochen wird. Aber wenn es als solches keine Prozentzahlen sind, die diese absolut genannten Zahlen in ein Verhältnis setzen. Ja? Also wenn zum Beispiel gesagt wird, von 1 Million Getesteten
sind 2300 positiv getestet worden. Ja, man muss es in ein Verhältnis setzen. Und dieses ins Verhältnis setzen, in Relation bringen, in Beziehung setzen, ist wichtig, damit jeder objektiv sehen kann, wie und ob die Anzahl der Tests sich beispielsweise verändert hat, wie und ob die Quote sich verändert. Und als Ganzes braucht man diese Beziehung, dieses in Relation setzen, um als solches diese vermeintliche Pandemie sachlich darzustellen. Ja, wobei Voraussetzung ist, dass der Test überhaupt aussagekräftig ist. Ja. Und weiter ist ja nach dem Milgram-Experiment sozusagen die Aussage zurückgeblieben, oh, die Menschen sind immer noch Bestien, es sind nicht nur Deutsche. Und das wird sozusagen als absolute Aussage stehen gelassen. So, und das ist etwas, was man jetzt auch während der Corona-Monate sozusagen auch mehr oder weniger wiederverwendet hat. Und als solches möchte ich darauf hinweisen, dass das in gewisser Weise selbstentlarvend ist für denjenigen, wer die Aussage so verwendet. Weil in gewisser Weise, wenn die Menschen ja immer noch Bestien sind, wenn man mit dem Finger auf andere zeigt, gibt es ja drei Finger, die auf einen selbst zeigen. So, und wenn jetzt zum Beispiel die sogenannte Aufklärungsszene es als absolute Aussage hinstellt, die Menschen, die die Maßnahmen durchgeführt haben, sind Bestien und setzt es nicht in ein Verhältnis, in Beziehung zu einem gewissen Gesamtbild, dann findet man sich auch hier sehr schnell, trotz aller Aufklärungsbemühungen, in einer gewissen Doppelmoral wieder. Denn statt sich in solchen absoluten Aussagen zu verlieren, und das hat man beim Milgram-Experiment ja quasi auch gemacht, weil man die Beziehungen zwischen Lehrer und Versuchsleiter, die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler, weil die quasi gar nicht thematisiert wurde. Und diese Beziehungen müssen wir uns anschauen, um einen größeren Gesamtüberblick zu erhalten. Wie jetzt zum Beispiel auch während der Corona-Monate. Und dazu brauchen wir dann, ich hatte es gerade eben schon erwähnt, bei den Gefühlsmenschen, dazu brauchen wir dann das Vernunftdenken. Ja, das Vernunftdenken, das die Einzelanalysen vom Verstandesdenken zusammenfasst. Das Verstandesdenken geht ins Detail und das Vernunftdenken fasst diese ganzen Details zu einem Gesamtbild zusammen. Ich wiederhole und übersetze, um vernünftig zu werden, ja, müssen wir uns die Beziehungen anschauen. Gut, und um jetzt hier in die Beziehung so ein kleines bisschen mehr einzutauchen, da gab es jetzt mehrere Varianten des Milgram-Experimentes. Einerseits gab es Beziehungsabstraktionen zwischen Lehrer und Versuchsleiter und dann auch eine Beziehungsabstraktion zwischen Lehrer und Schüler. Und wir schauen uns jetzt erstmal die Beziehungsabstraktion zwischen Lehrer und Versuchsleiter an. Die Beziehungsvarianten zwischen Lehrer und Versuchsleiter war jene, dass der Versuchsleiter mal anwesend war, dann nur per Telefon sozusagen mit dem Lehrer verbunden war und dann auch mal nicht da war. Das heißt, die Dominanz der vorgegebenen Moral von der Autorität, mit der hat man so ein bisschen variiert. Ja? Was man also tendenziell beobachten konnte, war, dass die vorgegebene Moral von der Autorität, von dem Versuchsleiter, im Widerspruch zur Moral von dem Lehrer, zur individuellen Moral von dem Lehrer, von der Versuchsperson, dass diese beiden moralischen, Ansichten, dass die zueinander im Widerspruch standen. Das heißt, am Ende ist es eine Frage der eigenen Stärke der Versuchsperson. Und da kann man dann vielleicht nochmal gezielter reinschauen, okay, wie entwickelt ist das Ich einer solchen Versuchsperson? Ja. Es sei dazu auch nochmal erwähnt, dass als Versuchsperson durchschnittliche Personen ausgewählt wurden. Ich weiß jetzt nicht, woran man diesen Durchschnitt festmacht,
Aber es könnte natürlich sein, dass dort das Ich nicht allzu stark entwickelt ist. Das heißt, das, was hier eigentlich experimentiert wurde, ist, wie resilient, wie widerstandsfähig ist der Mensch gegenüber äußeren vorgegebenen Normen. Ja? Also es geht darum, den Fremdwillen der Autorität gegenüber dem freien und dem eigenen Willen, dass man dort unterscheiden muss. Das ist die Herausforderung. So, und das ist etwas, was jeder für sich im Hinterkopf behalten sollte. Nicht nur diejenigen, die dort einst am Milgram-Experiment teilgenommen haben, diejenigen, die jetzt bei den Corona-Maßnahmen, die das ohne zu hinterfragen durchgeführt haben, sondern es könnte auch jeden Einzelnen von uns treffen. Wir müssen lernen, den Fremdwillen vom eigenen, vom freien Willen zu unterscheiden. So, und wenn wir das jetzt mal so auf uns wirken lassen, dann ist es als solches sehr wahrscheinlich die falsche Frage, ob die ausführenden Menschen Bestien sind. Ja? Weil es ist eine einseitige Betrachtung und eigentlich sehen wir hier nur den letzten Täter. Und aus der Trauma- und Psychotherapie wiederum wissen wir, dass eigentlich jeder Täter zuvor einmal Opfer war. Das heißt, er ist an anderer Stelle schon einmal missbraucht worden. Und wenn wir uns jetzt das Milgram-Experiment zum Beispiel anschauen, dann ist er ja eigentlich belogen worden. Ne? Er hat ja eigentlich was anderes geglaubt, warum er da ist. So, und dann müssen wir uns eigentlich als solches auch die Frage stellen, ob wir generell als Gesellschaft vielleicht irgendwo irgendwie traumatisiert sind. Gut, wenn es jetzt einseitig ist, nur den letzten Täter als Bestie zu bezeichnen, dann kann man natürlich die Frage stellen, okay, ist die Autorität, also der Versuchsleiter, vielleicht in dem Moment, derjenige, der die Moral vorgibt, ist derjenige die Bestie? So, und diese Frage, die zielt ja mehr oder weniger auch darauf ab, okay, wo ist der Schuldige, wo ist der Böse? Also ist als solches auch moralisch gestellt. Es stellt sich also die Frage, wo beginnt die moralische Vorgabe, der man dort folgt? So, und wenn wir uns dann die Geschichte der drei Seelenkräfte anschauen, ja, also versuchen, das Gesamtbild über ein Vernunftdenken zu erfassen, dann ist es schwierig, das Ganze an jemanden festzumachen, der gegenwärtig noch lebt. Ja? Und wenn man dann doch, vielleicht dann auch diese Menschen, die dann da schon lange gestorben sind, wenn man die dann als die Schuldigen deklariert, dann könnte man vielleicht auch noch mal Goethes Mephisto hervorholen, der da sagt: Ich bin ein Teil von jener Kraft, die Böses will und Gutes schafft. Also man kann da gerne über das Milgram-Experiment darüber diskutieren, auch über die Corona-Monate, ob es jetzt moralisch, ethisch korrekt war. Es ist an sich irgendwo vielleicht fragwürdig. Aber wenn man das vielleicht aus einer Metaebene versucht zu betrachten, dann ist das Ganze vielleicht auch nichts anderes als eine Art Training, eine Art Überprüfung der eigenen Ich-Entwicklung. Wenn ich stark genug in meinem Ich bin, dann drücke ich da nicht auf die Knöpfe und dann stelle ich es auch in Frage, ob ich beispielsweise bei kleinen Kindern unbedingt darauf bestehen muss, dass die gefälligst eine Maske sich übers Gesicht ziehen. Da wird überprüft, wie sehr bin ich schon in meinem Ich entwickelt. Und wer in seinem Ich entwickelt ist, der macht sowas nicht. So, nichtsdestotrotz stellt sich am Ende die Frage, wie wir generell mit unseren Mitmenschen umgehen wollen. Also, dass diese Frage schon aufgekommen ist, sieht man unter anderem daran, dass es überhaupt diese Diskussion gab, ob dieses Milgram-Experiment, wie es durchgeführt wurde, ob das überhaupt in Ordnung war. Wobei die Diskussion natürlich eher dahin verlaufen ist, dass man über das Ergebnis diskutiert hat. Sprich, einerseits hat man sich darüber aufgeregt, von wegen, Menschen sind ja immer noch Bestien, kann ja nicht sein. Und dann gleichzeitig, dass man die Versuchsperson, dass man
dort feststellen musste, dass die erstmal in ein kleines Loch reingefallen oder auch ein größeres Loch reingefallen sind, weil sie ja eingeweiht wurden in die Hintergründe dieses Versuchs und insofern feststellen mussten, was sie dort eigentlich gemacht haben. Also es ist mehr die Diskussion gewesen, dass der kleine Mann, dass der böse ist, aber nicht die Autorität, die sozusagen den kleinen Mann erst in diese Lage bringt, in diesen Konflikt bringt, dort gewisse Dinge zu tun, die er eigentlich gar nicht tun möchte. So, das heißt, dass wir uns nicht nur die Lehrer-Schüler-Beziehungen anschauen müssen, was wir gleich nochmal machen, sondern natürlich insbesondere auch die Versuchsleiter-Lehrer-Beziehungen. Das heißt, bei jedem Lehrer, der darauf bestanden hat, dass die Schüler gefälligst ihre Masken aufzusetzen haben, da gab es auch einen Schuldirektor. Und über jeder Schule gibt es Kultusministerien, die mal abseits von Corona den Schulen sagen, was sie den Kindern beizubringen haben. Ja? Also freier Wille, freies Geistesleben existiert in den Schulen demzufolge nicht. Und die Kultusministerien, die letzten Endes ja Ländersache sind, also Sache der Bundesländer, steht der Bund, steht also noch eine weitere Autorität. Ja, die Bundespolitik, wenn man das so nennen möchte. So, und wenn wir uns dann wiederum anschauen, in der Politik, da gibt es einen gewissen Lobbyismus und er sagt der Politik, was sie zu entscheiden und nicht zu entscheiden hat. So, das heißt, wir müssen eigentlich die Kette, müssen wir weitergehen, bis zur letzten Autorität. Ja? Das heißt, wir haben hier auf verschiedensten Ebenen haben wir hier Beziehungen. Und wenn wir uns dann wieder die Corona-Monate anschauen, dann ist eine gewisse Vorstufe auch schon geschaffen worden, dass die Menschen ja, die Beziehungen zueinander verlieren. Es ist ja von oben angeordnet worden, dass sie sich trennen müssen, dass sie in Isolation zu gehen haben, wenn ein gewisses Testergebnis vorlag. Und diese Maßnahmen können ja eigentlich nur dann durchgeführt werden, wenn den Tätern letzten Endes irgendwo die Beziehung zu den Mitmenschen und auch sich selbst, also dem eigenen Ich, wenn den Menschen diese Beziehung fehlt. Sie sind in ihrem Ich nicht sonderlich weit entwickelt gewesen. So, und dann sind wir bei der Frage angekommen, wie sehr wir unsere Moral über unsere Mitmenschen überstülpen wollen. Wobei wir hier nochmal die Frage stellen müssen, ob das, was wir für unsere Moral halten, ob das auch tatsächlich unsere Moral ist oder ob das eine ist, die von woanders herkommt. Und da möchte ich jetzt nochmal die Begriffe soziale und normative Kontrolle ins Spiel bringen. Und das Ganze habe ich unter anderem auch am Fernsehphilosophen Richard David Brecht einmal durchgespielt. Gut, das nun zur Beziehungsabstraktion zwischen Versuchsleiter und Lehrer. Jetzt fehlt ja noch die Beziehungsabstraktion zwischen Lehrer und Schüler. Und diese Beziehungsabstraktion sah so aus, dass es halt vier Gruppen gab. Einerseits haben sich Lehrer und Schüler berührt, also der Lehrer hat dem Schüler die Apparatur noch angelegt und man war im gleichen Raum. Dann war man nur im gleichen Raum, dann war der Lehrer mit dem Schüler akustisch verbunden, also er hat sozusagen alles über Mikrofon, Lautsprecher sozusagen gehört. Und dann im Nebenraum, wo dann höchstens noch einmal geklopft wurde. Aber ansonsten hat man eigentlich keine Beziehung zum Schüler gehabt als Lehrer. So, und was man beobachten konnte, war, je weniger Beziehung der Lehrer zum Schüler hatte, desto eher war er dazu bereit, auf die Knöpfe zu drücken, sprich zu töten. Wenn wir das jetzt auf die drei Seelenkräfte, Denken, Fühlen und Wollen übertragen, je weniger Beziehung der Mensch zu seinen einzelnen Seelenkräften hat, also zum Denken, zum Fühlen und zum Wollen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sein eigenes Ich abstirbt, beziehungsweise dass er dazu bereit ist, ein fremdes Ich zu töten. So, und wenn wir uns jetzt das Milgram-Experiment einmal anschauen und wo diese Beziehungsabstraktion zwischen Lehrer und Schüler stattgefunden hat und der Lehrer eher dazu bereit war, den Schüler zu töten
Und wir sehen uns die Geschichte an, mit dem Denken, Fühlen und Wollen und wo dann das Denken und das Fühlen uns sozusagen abtrainiert wurde, wo wir uns immer mehr von abgetrennt haben, dann ist diese Geschichte, wenn man so möchte, ein Angriff auf das Ich der Menschen. Das heißt letzten Endes nichts anderes für jeden einzelnen Menschen: Ich-Entwicklung, Ich-Entwicklung, Ich-Entwicklung. Dass man sich darum bemüht, sich selbst in seinem Ich zu stärken. Es geht hier um die Stärkung des Individuums. Dass man nicht in die Lage kommt, irgendwo irgendwie Opfer zu werden und dann später eventuell sogar auch noch Täter. Denn es ist nicht auszuschließen und es ist sogar wahrscheinlich, dass die Herausforderungen, die wir gegenwärtig haben, dass die zukünftig noch größer werden. Denn auch wenn die Autorität, die dieses Chaos hier irgendwo vielleicht zu verantworten hat, wenn sie stirbt, dann wird danach eine andere Autorität versuchen, den Weg vorzugeben. So nach dem Motto: Der König ist tot, lang lebe der König. Was wir also im Hinterkopf behalten sollten bei all diesen Beziehungsabstraktionen ist, und dazu zähle ich auch die Beziehung zum eigenen Ich, zu den eigenen Seelenkräften, das Ganze ist auf mehreren Ebenen ein Endlosspiel. Und wie das Milgram-Experiment in dieses Endlosspiel mitgenommen wird und was es über Beziehungen und unsere Kommunikation aussagt, das erfahrt ihr im nächsten Video.